So, ich glaube, ich werde jetzt mal meinen Descent manuell übernehmen. Landing Lights können wieder on. Wir sind nämlich schon Richtung Ende des Flugs. 4000 V-Speed mit 1400 Fuß die Minute. Fliegen wir Richtung Localizer. Wollen eine Geschwindigkeit von 240 halten. Klingt realistisch. Und ich hoffe, trotz dieser nicht wirklich so tollen Framerate gelingt mir eine einigermaßen gute Landung. Wir haben jetzt hier gerade eine Hektopascal von 1008. 9000 Fuß. 4000 würde ich anstreben für den Localizer. Vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger, aber ich denke, das ist okay. Wie das mit dem ILS hier aussieht, fragt mich nicht unbedingt, wie man das eingibt. Das war ja bei der 747 von PMDG schon ein bisschen komplizierter. Da konnte man das Ganze irgendwo eindrehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn das mit dem Localizer nicht funktionieren sollte, dann geht das natürlich auch manuell. So, immer noch in der Wolkensuppe drin. Blöd. Ein bisschen schade. Ich glaube, wir bleiben ungefähr auf unserem Kurs. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Vielleicht, ja, können wir dann nachher noch ein bisschen beidrehen, aber das selekte ich dann nachher. Vielleicht auf 340 oder so. Damit wir einigermaßen senkrecht auftreffen auf dem Localizer. Geschwindigkeit kann man da auch schon mal ein bisschen runterstellen. 220 wäre okay. Unseren Innerdrift können wir schon mal einstellen mit 30 Knoten, ach, 30 Grad und 140 Knoten knapp. Und dann haben wir, glaube ich, alles sogar schon relativ sicher geregelt für den Anflug. Gucken wir uns gerade draußen noch mal ein bisschen um. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Gucken wir mal, welche Views das Flugzeug so hat. Man kann sogar reinschauen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Anti-Aliasing könnte man vielleicht noch ein bisschen hochstellen, aber das wird natürlich ein bisschen schwierig für die Framerate. Flügel sind leider nicht ganz drauf zu kriegen. Auch schade. Bin hier mal ein großer Freund schöner Ansichten vom Flugzeug. Das hier ist auch nicht unbedingt so vorteilhaft. Was haben wir noch? Right Wing, Left Wing. Ja, das sind immer die, die am meisten Potenzial haben, wenn sie richtig angeordnet sind. Sind sie aber in dem Fall leider nicht. Man hätte es entweder weiter nach vorne oder ganz an die Spitze der Flügel setzen können. Blöd. Aber hey. So, 250 Knoten. Ich glaube, wir machen die Spoilers langsam ein ganz klein bisschen raus. Wir wollen ein bisschen langsamer werden. Heading Select und wir sind auf 5000 Fuß. Wir können also, glaube ich, mal langsam den Localizer anfragen. Flaps One sollte eigentlich auch schon drin sein. Wenn wir nachher noch auf Flaps 30 kommen wollen. So, im FSC gehe ich mal noch ein bisschen näher ran. Wir müssen, glaube ich, unsere Heading noch mal ein bisschen kontrollieren, damit wir nicht den Localizer wirklich verpassen. So, mal gucken. Flaps 5 könnte auch schon machbar sein. Speedbrake ist draußen. Yep, dem bin ich mir bewusst. Vielen Dank. So, jetzt können wir, glaube ich, auch schon mal überlegen, runter Richtung 180 Knoten zu gehen.
auch ein bisschen beidrehen. Wir müssen den Localizer dann nur doch ein bisschen erwischen. Yep, Fuel Quantity Low. Wir sind bei 2% Fuel. Das ist alles so geplant gewesen. Yep, yep, yep. Ich merke es schon. Flaps 5. Ja, Flaps 10. Oh, wir sind schon bei Flaps 10. In Ordnung. So, und jetzt wollen wir doch auch schon runter mal Richtung vielleicht 1500 Fuß. Flaps 15, ja ne, 20, 15 gibt's hier nicht, okay. Localizer, ist, also wir sind localized und drehen bei, wunderbar. So, jetzt wird's spannend. Ich wäre nämlich sehr stark dafür, dass wir auch die Runway nutzen sollen. Gear down. Ist okay. Gut, wenn wir unser Terrain vielleicht sehen würden. Aber wir sehen ja hier wirklich mal gar nichts. So, Speedbrakes müssten eigentlich jetzt nicht mehr draußen sein. Wie Sie sehen, sehen nichts. Wir können ja mal probieren. Unseren Approach schon auszuwählen. Weil ich glaube nicht, dass wir wirklich die Sichtbedingungen dafür haben, hier ohne ILS zu landen. So, Flap 30 sollte auch möglich sein jetzt. Gehen wir mal noch weiter runter auf 900 Fuß. Gleitslope scheint er nicht zu erwischen. Nehmen wir 142, ja. Kurz über dem Reference Speed. Windshear, Windshear, Windshear. Ja, ist okay, habe ich verstanden. Ich sehe wirklich gar nichts, Mensch. Oh, jetzt haben wir Windshear. Uiuiuiuiui. Okay. Okay, probieren wir das Ganze mal manuell zu übernehmen. Ich glaube, jetzt müssen wir so landen. 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10. Ah, zieh hoch! Verdammt! Ui.
Das war, tja, eine ganz machbare Landung. Aber ich muss mich wohl noch ein bisschen dran gewöhnen, wie sehr träge die Maschine doch ist. Das war wohl doch ein bisschen härter, als ich gedacht habe. Jetzt lassen wir das Ganze mal gerade ausrollen. Ich schaue gleich mal in der Landebewertung der FS Cloud, was denn so gesagt wird. Average sync rate, great. Maximum sync rate, great. Maximum approach speed, perfect. Touchdown sync rate, perfect. Hey, es war wohl doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Coole Sache. Touchdown sync rate von 67. Also habe ich es wohl doch noch einigermaßen abgefangen. Kam mir nicht so ganz so vor, aber scheinbar ja schon. Da bin ich ja wirklich froh drum. Und meine Flaps können rein. Speedbrace natürlich sowieso. Ups, 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 ups. Gras nicht mitnehmen. Ups. Gras, Gras. Hallo? Ich glaube, mein Simulator kann sich nicht entscheiden, auf was er denn hört. Auf meine Pedale oder auf meinen Joystick. So, Flaps sind drin und jetzt suchen wir uns einfach mal einen sinnvoll erscheinenden Platz. Taxi Lights könnten wir ja auch mal anmachen. Landing Lights können aus und der ganze Kram, ja gut. Am Boden ist das ja eigentlich, glaube ich, relativ egal. Oder eigentlich auch nicht egal. Ich meine, ich rede mich wahrscheinlich hier wieder im Kopf und Kragen, was die Lichtsetzung angeht. Ja, no Autoland. Das ist schön, dass mir das Flugzeug das jetzt anzeigt. Oder eben kurz vor der Landung. Hm, willst du nicht? So, manövrieren wir das dicke Ding mal gerade auf eine Parkposition. Und ja, das war mal wieder eine sehr herausfordernde Landung. Nicht so ganz ohne. Vielleicht da hinten an den Gebäuden. Und ja, dann habe ich mal wieder ein bisschen euch ein paar Infos gegeben. Und weiß jetzt auch ein wenig, wie man mit dem Flugzeug hier umzugehen hat. Aber ich war ein wenig erstaunt, wie gut die Autobrakes auf Stufe 3 dann doch funktioniert haben. Das war mir so nicht ganz bewusst. Daher, ich war ein wenig panisch im Anflug, als ich dann gesehen habe, dass diese Runway dann wirklich doch so kurz ist. Aber das war eigentlich auch irgendwie, ja, es hätte mir vorher bewusst sein können. Sollen müssen. So. Ja, der Leerlaufschub ist ja doch ein bisschen heftig. Daher einfach mal zack die Parkbrakes rein. Und ja, lass mal auf die Uhr schauen. Ja, zeitlich hat das ja eigentlich relativ gut funktioniert. Dann bin ich gar nicht im Zeitdruck und habe ich doch dann ja, ein bisschen was zeigen können, ein bisschen was erzählen können. Und sag mir aber Bescheid, wie ihr es fandet und wir sehen uns dann vielleicht bei einem etwas ausführlicheren, besser durchgeplanten und besser besetzten und längeren Part, wie auch immer,
beim nächsten Mal vom Prepared oder beim FSX. Mal sehen. Bis dann.